Brüder und Schwestern in Christus, wie wir gehört haben, einer der Pharisäer, einer der Gesetzeslehrer, wollte heute Jesus auf die Probe stellen. Und das ist auch der Punkt im Evangelium, wo man nachhaken sollte. Warum eigentlich ist diese Frage, die dieser Pharisäer Jesus gestellt hat, welches Gesetz ist das Wichtigste oder welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste, so brisant gewesen? Es gibt ja die 10 Gebote und die alle sind wichtig. Ja, wie soll man das Beste daraus auswählen? Und mit den 10 Geboten ist es so, für die Juden wie für Jesus war das nicht das Ganze. Weil die 10 Gebote, sie sind eine gute Richtlinie für das Volk, aber sie erklären nicht alles. Sie sind sehr allgemein, sie regeln auch das Zusammenleben der Gemeinde, der Glaubenden, aber sie reichen nicht aus. Weil ich erlebe es zwar nicht oft bei der Beichte, aber wenn ich schon Beichte höre und jemand kommt, da erlebe ich das wirklich des Öfteren, dass die Leute um den heißen Brei herumreden. Also, ja, was weiß ich, ich war nicht brav und so und so. Aber da muss ich immer nachhaken. Was bedeutet das für dich, dass du jetzt hier kommst und das als deine Sünde siehst? Ich war nicht brav. Was soll das im Konkreten bedeuten? Was hast du gemacht, dass dich dein Gewissen plagt? Das ist nicht so ohne Bedeutung, weil in der ersten Lesung aus dem Buch Exodus haben wir genau diese Konkretisierung des Gesetzes, der Gebote Gottes gehört. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Einen Fremden sollst du nicht ausnützen und ausbeuten. Was gibt es da noch? Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du nicht gegen ihn wie ein Wucherer sich benehmen. Ihr sollt keinen Wucherzins fordern. Nimmst du deinem Mitbürger den Mantel zum Pfand, sollst du ihm diesen beim Sonnenuntergang zurückgeben. Also mit unserem Leben hat es nicht wirklich etwas zu tun. Das sind einige der über 600 Gesetze, Gebote, die in den ersten 5 Büchern des Alten Testaments enthalten sind und die gehören zu dem ganzen Gesetz wie die 10 Gebote dazu. Was hat das mit uns zu tun, mit unserer Nachfolge? Das ist die Frage, die man sich heute stellen sollte. Und im Grunde genommen geht es um etwas ganz Einfaches. Eben darum, dass wir in unserer Nachfolge nicht irgendwie Christus nachfolgen. Ja, wir sind alle getauft, die meisten von uns gefirmt, wir gehen sonntags in den Gottesdienst, ja, es wird schon werden. Ja, ich bin zwar ein Sünder, aber der Himmel, ja, da hoffe ich, nach einer vielleicht Zeit der Läuterung da reinzukommen. Das ist zu wenig. Diese Einstellung ist zu wenig für die Nachfolge Christi. Es geht darum, ganz entschieden und konkret im Alltag Zeichen, prophetische Zeichen zu setzen. Warum wir so viele hier sind, also beim Gottesdienst, das erklärt sich ganz einfach. Weil wir das, was wir in der Taufe empfangen haben, nicht leben. Keine von uns. Sicher nicht in dem Ausmaß, in dem er es uns Gott geschenkt hat. Jeder von uns hier soll als Prophet da draußen wirken. Hier in der Kirche fromm zu sein, ist kein Problem. Hier Christus nachzufolgen, keine Frage. Das geht ja ganz einfach. Wir sind ja da. Aber unser Leben entscheidet sich, ja, es entscheidet sich manchmal auch in der Kirche, aber im Grunde genommen, das, was wir im Gottesdienst feiern, wenn wir dann ausgeschickt werden am Ende der Messe, erst dann beginnt unsere Nachfolge. Hier werden wir gestärkt mit dem Wort, mit dem Sakrament. Aber das ist nur die Grundlage. Eine gute Grundlage, ohne die es nicht geht, aber nur eine Grundlage für meine Nachfolge.
So lade ich euch dazu ein heute. Fragt euch. Vielleicht Dinge, die, wo ihr wisst selber in eurem Leben, wo ihr unzufrieden seid mit eurer Nachfolge, wo ihr seht, da fehle ich noch. Mir fehlt sehr oft an Geduld, aber was bedeutet das ganz konkret? Bei mir bedeutet es, dass ich mit meinen Mitbrüdern sehr oft ungeduldig werde. Dass ich mich manchmal so verhalte, dass sie verletzt werden durch mein Verhalten, obwohl ich es nicht will. Und die Frage jetzt, wenn ich Christus nachfolge, was mache ich damit? Ich will mich bessern. Ist zu wenig. Setz ein konkretes Zeichen. Versuche ein Prophet zu sein. Versuche durch dein Verhalten anderen zu zeigen, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Dazu ist jeder von uns berufen, unabhängig vom Alter und Stand. Das ist nicht so ohne Grund, weil wir hören im, wir haben gehört in der zweiten Lesung, dass Paulus an die Thessalonicher schreibt: So wurdet ihr ein Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und in Achaia. Paulus hat ganz klein angefangen, mit ganz kleinen Gemeinschaften, die auch ihre Probleme hatten, aber hat sie immer wieder gestärkt und eigentlich angetrieben, dass sie prophetisch wirken. Nicht so sehr missionarisch nach außen, dass sie also mehr Leute dazu bewegen, Christen zu werden, sondern dass sie untereinander vor allem als Christen und als Christen nach außen mit anderen Leuten im Umgang immer das durchblicken lassen, was Gott uns im Himmel versprochen hat. So hat man oft zu den, über die ersten Christen gesagt, sieht, wie sie sich lieben, wie sie leben. Das reicht aus als Verkündigung. Mehr braucht es nicht, um die Welt zu evangelisieren. Es entscheidet sich immer an mir und an dir, wie die Kirche aussieht. Gott gibt uns alles dazu, dass wir seine Kirche hier ausbreiten können, aber wir sind manchmal müde, weil man versucht, im eigenen Leben sich immer einzurichten. Das ist etwas sehr Menschliches, dass der Alltag nicht allzu kompliziert wird, dass man einfach gewisse Abläufe hat und sich mit einigen abfindet. Das wird sowieso nie funktionieren mit dem Schwester, mit dem Bruder, der neben mir sitzt. Es wird vielleicht mit meinen Kindern nie so funktionieren, wie ich es mir wünschen würde, oder mit meinen Eltern. Es ist in jedem von uns schon keimhaft, dass es funktionieren kann. In jeder Situation. Mit Christus gibt es keine ausweglosen Situationen. Nie. Lasst es euch das sagen. Es gibt nie ausweglose Situationen. Es gibt immer einen Weg, wo ich Versöhnung suchen kann. Es heißt nicht, dass es sie automatisch geschenkt wird. Es hängt immer von dem anderen ab. Aber ich kann Wege der Versöhnung gehen. Es versuchen jeden Tag aufs Neue. Weil diese Nachfolge im Konkreten ist ganz wichtig. Das habe ich am Anfang gesagt, das haben wir in der ersten Lesung gehört. Es reicht nicht zu wissen, dass wir getauft und gefirmt sind. Es reicht nicht zu wissen, ungefähr, wie wir als Christen zu leben haben, dass wir alle gute Menschen sein sollen. Das weiß jedes Kind. Das muss konkret werden. Und jetzt, ganz konkret, wenn du hörst, einen Fremden sollst du nicht ausnützen und ausbeuten. Also ich bin ein Ausländer, ich darf ein bisschen schimpfen über die Ausländer. Aber wie gehen wir mit den Leuten, die von außen kommen? Die vielleicht manchmal auch die Güte der Menschen, die sie aufnehmen, ausnützen wollen. Wie gehen wir damit um? Mit Herzenshärte oder kannst du dein Herz öffnen, trotz allem? Du bist dazu fähig. Gestern war ich in St. Gabriel, die bauten jetzt da um und haben im Kloster Wohnungen für Flüchtlinge eingerichtet. Wie ich in meiner Zeit in St. Pölten war, habe ich
einige Familien kennengelernt, also österreichische Familien. Also eine, die hatten 4 oder 5 Kinder und die hatten Flüchtlinge aus dem Iran aufgenommen. Uneigennützig, es wurde eng, auch finanziell. Und trotzdem, es ging. Es geht immer. Es geht nicht um die Flüchtlinge, nicht nur um sie, aber es geht um deine Nachfolge im Einzelnen. Wenn du siehst in deinem Leben, dass da etwas schief läuft, dass man es anders machen sollte, lass es dir sagen, du bist dazu fähig, das anders zu machen. Weil Christus derjenige ist, der uns alle durch Taufe und die Firmung dazu befähigt, jeden Tag aufs Neue nachzufolgen mit der ganzen Kraft, seine Nachfolge. Und dann ist es auch kein Problem, einem Menschen eine Decke zu reichen, wenn er sie nötig hat. Auch wenn es manchmal bedeutet, dass ich nichts mehr habe, womit ich mich zudecken kann. Brüder und Schwestern in Christus, wir sind alle dazu aufgerufen, sein Reich zu verkünden. Und das geschieht nicht hier vom Ambo, sondern in unserem Leben, im Konkreten. Wie gesagt, wie wir miteinander und mit den Andersgläubigen oder Nichtgläubigen umgehen. Diese Freundlichkeit, oder Freundlichkeit ist vielleicht in Österreich nicht so das Problem, weil alle sind meistens ziemlich freundlich, aber dieses Wohlwollen, das man dem anderen entgegenbringt, das soll uns auszeichnen in der Gesellschaft. Das soll unser Leben prägen, weil das ist das Gesetz. Das sind die Gebote, die Jesus heute in Erinnerung ruft. Liebe Gott und deinen Nächsten. Keine Kompromisse.